Die Inflationsraten sind anhaltend hoch in Deutschland, aber auch im Rest der Welt. Und das merken wir natürlich vor allem an den Lebensmittelpreisen. Jedes Mal, wenn man einkaufen ist, ich war auch gerade einkaufen, nur so ein paar Kleinigkeiten, weil Diana gestern schon einkaufen war. Und was sehe ich? Ein, zwei kleine Tüten, direkt 75 Euro weg. Aber es gibt Entwarnung, denn Deutschlands Top-Ökonom Marcel Fratscher sagt, es ist kein Grund zur Panik, was für mich wiederum bedeutet, es gibt definitiv Grund zur Panik. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, wie reagiere ich eigentlich aktuell in dieser Situation? Darum geht es unter anderem auch noch später im Video. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Lage etwas näher an. Hier haben wir es, gerade habe ich es gesehen bei NTV, ne? Lebensmittelpreise treiben Inflation weiter an. Man kann es auch beim Statistischen Bundesamt sich anschauen, Verbraucherpreisindex und Inflationsrate, nachdem es ja bereits im Mai und auch im Juni anhaltend hohe Inflation gab, jetzt auch wieder, ja, 6,2% teurer im Durchschnitt alle Verbraucherpreise im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja die Inflation schon angezogen hatte. Ja? Und da gibt es jetzt auf jeden Fall dann den Marcel Fratscher, der gerade gesagt hat, hey, keine Grund, Panik zu schieben, ne? Es gibt zwar wirtschaftlich einige kleine Problemchen in Deutschland, aber das ist jetzt kein Grund, irgendwie von Deindustrialisierung und so weiter zu sprechen. Eigentlich haben wir langfristig ganz gute Karten. Ja, und immer wenn man so Marcel Fratscher sieht, wie er sagt, kein Grund zur Panik, sollte man tatsächlich Panik bekommen. Denn seine Prognosen, die schlagen mit ziemlicher Sicherheit meistens genau ins Gegenteil um. Wie wir zum Beispiel an diesem alten Artikel sehen können, ja, an den kann ich mich noch so gut erinnern, das war am 30.10.2021, ja, und hier hat er damals gesagt, auch die Deutschen, ja, immer mit ihrer ganzen Inflationspanik ständig, das kommt noch damals, ja, vor dem Ersten Weltkrieg und so, wo wir die Hyperinflation hatten, aber diese Panik, die haben ja nur wir Deutschen und so weiter, ne? Hat er noch gesagt, es gibt gar keinen Grund, das anzunehmen, ja. Und da kann man wirklich in diesem Artikel, ich verlinke ihn euch nochmal unter diesem Video, sehr schön hier nochmal nachlegen. Er sagt, die Teuerungsrate wird einfach nur bei 2,5% sehen. Ja, wir sollten hier nicht in Inflationspanik verfallen. Das DIW, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, gehe davon aus, dass für Deutschland in 2022 eine Teuerung von 2,5% anstehe. Die Chancen stünden gut, dass sich die Inflation wieder auf etwa 2% einpendele. Wir sollten also einen kühlen Kopf bewahren und nicht in Inflationspanik verfallen. Ja? Alle Rechnungen zeigen uns, dass der deutsche Staat in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr 50 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz und den Ausbau der Digitalisierung braucht. Ja, warum auch nicht? 33 Milliarden ja auch noch in die Entwicklungshilfe in die ganze Welt schicken und mal schauen, was am Ende dann noch für die Bürger so alles von ihren eigenen Steuergeldern übrig bleibt. Naja, jedenfalls, wenn ich mir die Situation an den Schulen anschaue oder in der Infrastruktur oder beim Wohnungsbau, sieht es jedenfalls nicht so gut aus. Aber wir können auch mal so ein bisschen einen Blick nach Amerika werfen und sehen auch hier beispielsweise, dass die ganzen Risiken, was die Banken betrifft und so weiter, noch nicht weg sind. Ja, das Ganze ging ja so ein bisschen im März und so los, da einige Banken ja richtig pleite gegangen sind. Aber jetzt gab es ja in den letzten Monaten dann eigentlich mehr oder weniger Ruhe. Der Aktienmarkt ist auch angezogen und so und alle haben schon wieder gesagt, ja, die ganzen Risiken sind jetzt auf einmal alle wieder verschwunden. Das ist immer so lustig, wenn Leute denken, die Risiken wären weg. Nur wenn man die Probleme mal kurz unter den Teppich gekehrt hat und dann so tut, als wären sie nicht mehr da. Aber die kommen natürlich früher oder später alle wieder hoch. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, dass abermals die Banken gerade so ein bisschen ins Wackeln kommen, weil jetzt nämlich, nachdem ja auch Fitch schon in der letzten Woche das Rating für die USA insgesamt herabgestuft hat, jetzt Moody's und auch eine andere Ratingagentur insgesamt 10 weitere US-Banken in ihrem Rating nach unten gedrückt haben. Ja, es handelt sich dabei vor allem um
kleinere und mittelständische Banken, aber auch einige größere, nämlich zum Beispiel die Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street beispielsweise, sind jetzt gerade bei einem Review für einen Downgrade, ja, weil eben ja die Leitzinsen nachhaltig immer weiter angestiegen sind. Es gab jetzt Ende Juli nochmal eine Erhöhung in den USA und das halt eben Druck auf all diese ganzen, vor allem Immobilienkredite und so weiter hat, die viele gerade von diesen kleineren und mittelständischen Banken und so weiter halten. Ja? Und wenn es jetzt um das Thema geht, okay, wie reagiert man jetzt als Anleger, als Sparer in dieser Situation? Ich habe auch einen Teufel getan, um jetzt zu sagen, okay, wenn jetzt die Inflation nicht so hoch ist, dann ist doch alles gut, dann kann ich mit meinem Geld einfach so da haushalten und brauche nichts machen, sondern nein, ich habe natürlich auch mein Aktiendepot und so weiter schon letztes Jahr angefangen auszubauen, weil ich ganz genau weiß, ja, wenn es eben Inflation gibt, dann ist Bargeld, ja, das, was am schnellsten und am meisten halt eben leidet, okay? Und jetzt wollte ich aber mal in diesem Video, weil auch immer wieder im Rahmen von der Investment-Serie und so Leute mich gefragt haben, kann man denn eigentlich auch in so einer richtigen Krisensituation, wenn die Aktien crashen und alles runtergeht, auch Geld verdienen? Und ja, das ist möglich, aber es gibt ja auch einige Risiken, die man beachten muss. Und ich will heute einfach mal ein Beispiel zeigen, wie man das Ganze umsetzen kann. Und zwar anhand von der Tesla-Aktie. Also für die Leute, die interessiert sind an Investments, unbedingt jetzt mal aufpassen. Vor allem, wenn es auch darum geht, ja, mit diesen ganzen schwachsinnigen Prognosen, die ständig in der Wirtschaft abgegeben werden, umzugehen und einfach selber einen klaren und kühlen Kopf zu behalten. Und zwar Folgendes ist ja passiert. Anfang des Jahres stand die Tesla-Aktie bei irgendwie nur noch so knapp $100. Hier seht ihr es, ne? So, ich habe die Tesla-Aktie weiterhin im Depot gehalten und jetzt gab es hier in den letzten Monaten insgesamt einen ziemlich hohen Anstieg der Tesla-Aktie, ja? Von $100 auf fast $300. Und jetzt habe ich mir Folgendes neulich gedacht, als nämlich, ich zoome mal hier ein bisschen ran, dann kann man das besser sehen, als nämlich Tesla jetzt kurz davor war, die Quartalszahlen zu präsentieren, da habe ich nämlich so auf mein Depot geschaut und habe mir gedacht, naja, Folgendes, die Tesla-Aktie ist jetzt die ganze Zeit richtig gut gestiegen, gestiegen, gestiegen. Die Investoren waren immer optimistischer und optimistischer. Was soll denn jetzt bei den aktuellen Zahlen, wenn ich mir die wirtschaftliche Lage angucke, noch alles kommen, damit die Aktie jetzt erstmal weiter steigt? Und dann war ich erstmal so ein bisschen bearish, wie man sagt, ne? Dachte erstmal, die Aktie wird fallen. Und deswegen habe ich genau an diesem Tag, das hatte ich auch bei Instagram dann gepostet, ja, genau an diesem Tag, als die Zahlen danach veröffentlicht wurden, bei $291, habe ich ungefähr, nicht ungefähr, sondern genau 100 Tesla-Aktien von meinen insgesamt 600 verkauft. So, weil ich nämlich dachte, die werden bestimmt erstmal ein bisschen Luft lassen. So, genau das ist dann passiert, habe ich halt ein bisschen Glück gehabt mit meiner Analyse, ja. Die Aktie ist gefallen und jetzt habe ich gerade diese Aktien wieder zurückgekauft. So, nach diesem Rückgang von $290 auf jetzt aktuell nur noch $250. So, und dadurch habe ich jetzt insgesamt ein paar tausend Euro gemacht, Gewinn. Oder man kann auch sagen, weil ich habe ja das Ganze direkt wieder investiert, ich habe jetzt quasi so 13, 14 Tesla-Aktien umsonst dafür bekommen. Das ist natürlich auch ein Risiko mit dabei gewesen. Die Aktie hätte ja auch weiter steigen können. Dann hätte ich zwar weiterhin vom Anstieg profitiert, aber nicht mehr ganz so viel, weil ich ja ein paar Aktien verkauft habe. So eigentlich ziemlich einfach, ne, zu verstehen. Also man kann einfach Aktien, wenn man davon ausgeht, dass die fallen, auch verkaufen. Ja, und ich habe ja auch im Rahmen von diesem ganzen Jahr schon häufiger auch immer mal wieder Aktien aus meinem Depot verkauft. Jetzt gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, die ich hätte nutzen können, und zwar die sogenannten Optionen. Und Optionen, das ist ein Thema, in das ich mich auch selber immer mehr und mehr einarbeite, weil es eine ziemlich interessante Möglichkeit ist, mit der man eben auch Geld verdienen kann. Es gibt hierbei aber natürlich, und das sage ich ganz klar immer mit dazu, Risiken. Man muss aber eine Sache beachten. Optionen haben nichts mit Optionsscheinen oder so zu tun, die sehr häufig in Deutschland angeboten werden von Brokern, an denen vor allem die Banken und so weiter ziemlich viel verdienen. Das ist, darf man auf keinen Fall verwechseln mit Optionen. Ja? Und wenn du mal wissen willst, was eigentlich genau Optionen sind, ne? Es gibt hier
bei Freedom 24, das ist ja auch der Broker, den ich aktuell allen Leuten empfehle hier auf dem Kanal, mit denen ich auch eine Kooperation habe, das sage ich immer mit dazu, ja. Dort bieten sie aber auch kostenlose Lernkurse an, wo du das Ganze einfach mal durchmachen kannst. Zum Beispiel in der Academy hier über Optionshandel. Das heißt, du kannst erstmal lernen, genau, ne, was zum Beispiel sind eigentlich Optionen. Ja, da kannst du einfach durchgehen, kannst dir das ganz in Ruhe mal durchlesen, wie das alles funktioniert und ganz danach sogar noch so ein Quiz machen, um zu überprüfen, ob du das Ganze verstanden hast. Ja, weil das Interessante ist, das, was ich jetzt gemacht habe mit Tesla, hätte ich auch über Optionen hier abbilden können. Das bedeutet, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel hier ganz normal auf die Tesla-Aktie raufgehe, sondern hier auf Optionen klicke, schaut mal da, ne, und dann jetzt hier die Tesla-Aktie auswähle, ne, Tesla US, dann kann ich jetzt hier sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren. Und zwar einerseits von steigenden Kursen, wenn ich eine Call-Option kaufe, oder aber auch, jetzt in meinem Fall wäre das dann halt angebracht gewesen, weil ich ja davon ausgehe, dass Tesla fällt, mit Put-Optionen. So, eine Put-Option hätte mir nämlich das Recht gegeben, aber nicht die Pflicht, deswegen heißt das Ganze ja auch Option, die Tesla-Aktie für einen bestimmten Kurs zu verkaufen. Und genau deswegen sagt man auch, kann man eben, wenn man möchte, eben auch temporäre Schwankungen mit Put-Optionen ein bisschen abfedern, gerade bei Aktien, die man im Depot hat, wenn man davon ausgeht, dass diese Aktien demnächst fallen werden. Ja? Und dann kann man über diesen Optionskontrakt sogar Geld verdienen. So, und wie das im Einzelnen genau funktioniert, wäre dann halt so, ne? Es gibt da den sogenannten Strike-Preis oder den Ausführungspreis, den seht ihr hier, da kann ich mir auch unterschiedliche anzeigen lassen. Ne? Strikes, also wir brauchen jetzt nicht ganz so viele, bei 20 reicht es eigentlich schon vollkommen. So, und wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich will jetzt davon profitieren, dass die Tesla-Aktie fällt, dann gehe ich hier zu dem Bereich Put-Optionen und ich sage jetzt, naja, schau, nehmen wir jetzt mal an, Tesla wäre nicht so wie vor den Quartalszahlen bei $290, sondern jetzt, so wie sie jetzt stehen, bei 250 und ich würde jetzt davon ausgehen, dass die Aktie fällt in zum Beispiel den nächsten Monat. Dann wähle ich jetzt hier beispielsweise die Option aus, ne? Zum Beispiel hier bis, sagen wir mal, genau einen Monat, also bis zum 8.9. Ja? Und dann würde ich jetzt hier gucken, schaut mal, die Tesla-Aktie aktuell bei 2050, ne? 250. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einen Put-Optionskontrakt. Ja, die werden in Lots gehandelt, das bedeutet immer 100 Aktien. Und ich zahle jetzt quasi $12,70 Prämie, ja, mal diese 100, also quasi eine Prämie dafür, dass ich diese Option kaufe. Das ist die Gebühr, die ich dafür zahle. Und damit habe ich jetzt das Recht, die Tesla-Aktie bis zum 8.9. für $250 zu verkaufen. So. Und dieses Recht, das gehört mir dann. Ja. Und wenn jetzt die Tesla-Aktie nach den Zahlen zum Beispiel in meinem Fall fallen würde, zum Beispiel auf 230 oder auf 220 oder vielleicht sogar auf $200, ne, dann habe ich mir ja das Recht gesichert bis zum 8.9., dass ich sie aber für 250 verkaufen kann. Das heißt, in diesem Fall würde ich natürlich die Option ausüben und würde eine richtig gute Stange Geld machen. Ja? Wohingegen mein Risiko besteht jetzt darin, dass die Tesla-Aktie einfach sich gar nicht bewegt oder sogar steigt, ne? Dann würde ich in den sauren Apfel beißen. Ich hätte kein extremes Verlustrisiko oder so, weil ich jetzt nicht irgendwelche Leerverkäufe oder so gemacht hätte, sondern ich hätte einfach nur die Optionsgebühren zahlen müssen und würde dann einfach die Option verstreichen lassen. Ich würde ja logischerweise nicht mein Recht nutzen, Tesla für $250 zu verkaufen, wenn sie am Markt irgendwie $260 oder $270 ist, ne?
Weil wer würde schon wer würde dann Tesla für 250 verkaufen, wenn man sie auch für 270 am Markt verkaufen kann? Aber versteht ihr das Prinzip dahinter? Und so kann man sich auch, wenn man halt möchte, auch mit dem Thema Optionen so mal beschäftigen. Ich finde das durchaus interessant, auch gerade für so Anlagen, die man zum Beispiel mal absichern möchte in Phasen. Aber man muss natürlich immer mit dazu sagen, das Ganze hat wie immer auch ganz klar Risiken. Deswegen sollte man immer unbedingt, bevor man irgendwie handelt, sich immer erstmal weiterbilden, und dafür gibt es zum Beispiel hier auch diesen Lernkurs. Aber ich kenne auch viele Leute beispielsweise aus meinem persönlichen Freundeskreis, die sogar Optionsverträge und so weiter verkaufen, diese also auch auf der anderen Seite von diesen Optionskontrakten stehen und die damit sogar sich ein regelmäßiges Einkommen und so auch aufbauen. Ja? Und deswegen wollte ich einfach nur im Rahmen von dieser Investment-Serie auch mal auf diese Möglichkeit hinweisen. Ja? Ich will jetzt keinen animieren dazu, sofort loszulegen und das mal auszuprobieren, aber ich wollte euch einfach nur diese Möglichkeit präsentieren. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Wenn du Fragen dazu hast, kannst du gerne hier auch unten drunter mir Fragen stellen, oder aber du kannst natürlich auch, wenn du allgemein ein Aktiendepot noch brauchst, weil du keins hast, einfach langfristig am Wirtschaftswachstum profitieren möchtest, ohne dich jetzt großartig damit einzuarbeiten, dann kannst du auch einen ganz normalen ETF beispielsweise dort kaufen. Darüber habe ich ja auch schon Videos gemacht, und der Link zu Freedom24, den findest du hier unten drunter in der Beschreibung. Ja, das war's fürs heutige Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.